Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Ost-West-Forum Gut Göteritz, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie alle zu einer neuen Veranstaltung unserer monatlichen Samstagabendreihe. In Göteritz gibt es wieder neue Bilder zu sehen. In einem kleinen Vorprogramm eröffnet unser Bürgerverein seine 35. Kunstausstellung. Gezeigt werden Arbeiten von Frau Anne-Françoise Carrt. Und ich habe die Freude, Ihnen diese vielseitige Künstlerin und ihre Bilder kurz vorzustellen. Frau Carrt ist 1967 im ostafrikanischen Burundi geboren. Aufgewachsen ist sie in der Schweiz und in Indien. Sie ist Schweizer Staatsbürgerin. Durch die berufliche Tätigkeit ihres Vaters ist sie frühzeitig sehr weit in der Welt herumgekommen. In Luzern hat sie studiert Textildesign. Nach diesem 5-jährigen Studium folgte ein Studien- und Arbeitsaufenthalt im westafrikanischen Ghana. Und dann war sie ungefähr 10 Jahre lang auf unterschiedlichen künstlerischen Gebieten mit unterschiedlichen Projekten an unterschiedlichen Orten kreativ. Das waren solche Projekte wie Fassadengestaltung im afrikanischen Stil, großflächige Mosaike, Lehmbaukurse, Kunstkurse auf Lanzarote, Kinderkunstprojekte, darunter ein 3-monatiges im Kosovo. Seit 2006 lebt und arbeitet Frau Carrt in Deutschland, zunächst im Bundesland Brandenburg. In Bad Belzig hat sie sich eine eigene Atelierwerkstatt eingerichtet. Es kam zu weiteren Studien- und Arbeitsaufenthalten in Marokko, in Guatemala, in China. Zusammen mit polnischen und deutschen Künstlern hat sie an Plenärprojekten mitgewirkt. 2013 ist sie nach Berlin umgezogen. Sie gehört dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V. an. Arbeiten von ihr waren bereits auf zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Die hatten so programmatische, wunderschöne, naturverbundene, poetische Titel wie Spurensicherung, Ostsee, Novemberlandschaft, verspielte Natur, afrikanische Klänge, Loblied auf die Ruhe. Zur Eröffnung ihrer Göteritzer Ausstellung ist die Künstlerin heute aus Berlin zu uns gekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Liebe Frau Carrt, seien Sie in unserer Mitte herzlich willkommen. Nach diesen knappen Anmerkungen zu Ihrem bisherigen Lebensweg will ich mich an Bildern zuwenden. Meine Bemerkungen dazu sind wie immer sehr persönlicher, sehr subjektiver Natur. Von unserer bisherigen Ausstellung wissen wir ja, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man auf einem Bild sieht und dem, was man in einem Bild sieht. Ich fange mal damit an, was man auf den Bildern von Frau Carrt sehen kann. Da fällt auf, wenn man sich umschaut, es ist ein Reichtum an Farben. Bei den warmen braun-gelben Farben, da könnte man vermuten, vielleicht ein Einfluss afrikanischer Kulturen. Wenn man sich umschaut, man merkt, es ist ein sehr differenzierter Übergang zwischen den Farben. Farbharmonien in unterschiedlicher Art, fein, ganz zart, in vielen Schichten. Vielleicht wirkt da die Ausbildung als Textildesignerin nach. Was ich nicht sehe auf den Bildern oder manchmal nur erahne in Ansätzen, das ist Gegenständliches. Also wir haben es in unserer neuen Kunstausstellung in der Regel mit abstrakter Malerei zu tun. Und nun wissen wir von unseren bisherigen Ausstellungen auch, dass abstrakte Malerei an unsere Fantasie besondere Anforderungen stellt, zugleich aber für unsere Fantasie besonders weite Räume aufmacht. Und wenn wir unserer Fantasie da genügend Raum geben, ist es ganz günstig, wenn man sich ein paar Bilder aussucht und die auch aus der Nähe anschaut. Nicht nur mit Abstand, auch aus der Nähe, damit man den ästhetischen Reiz des Umgangs mit Farben wirklich sehen und auch genießen kann. Mich erinnern diese Bilder an Weite, an Landschaft, das sind Horizonte, da ist Land, da ist Meer, da ist Sand. Manche der Bilder kommen mir vor wie gemalte Gedichte, andere wie harmonische Klänge. Aber da bin ich schon bei der Frage, was man in einem Bild sehen kann. Wir wissen aus den bisherigen Ausstellungen ja auch, dass wir
auf einem Bild in der Regel alle dasselbe sehen, aber in einem Bild sehr unterschiedliches. Also was ein Bild bei uns aufruft an Stimmung, an Gefühlen, was es auslöst an Gedanken, an Überlegungen, an Fragen, das ist von Betrachter zu Betrachter sehr unterschiedlich. Das hängt ab von Alter, von Lebenserfahrung, von unserem inneren Wertesystem, unseren Anschauungen, unseren Einsichten, auch von den jüngsten Erlebnissen, von der aktuellen Befindlichkeit der Betrachter. Sogar die jeweilige Stimmungslage wirkt sich auf die Begegnung mit einem Bild aus. Das heißt, die Frage muss lauten, was sehe ich hier und heute in den Bildern von Frau Kart? Ich, ein älterer Herr, der sich noch sehr gut erinnert an die Erfahrungen als Vertriebener, dieses Fremdsein, das aufgenommen werden und das abgestoßen sein von Leuten. Ich, ein Dresdner Bürger, der sich Sorgen macht um den Ruf seiner Stadt. Also was geht mir durch Herz und Sinn, wenn ich die Bilder von Frau Kart sehe? Neben den Farben und den Formen, neben den Bildinhalten, kann ein Zugang zu den Farben auch liegen in den Texten. Und wir haben es in unserer neuen Ausstellung mit drei Arten von Texten zu tun. Die Ausstellung hat einen Titel, ein Thema, den die Künstlerin gewählt hat. Die Bilder haben einen Titel, in der Regel auf einem kleinen Kärtchen daneben angebracht, und in einer Reihe von Bildern, das werden Sie merken, wenn Sie sich die Bilder genauer anschauen aus der Nähe, sind Texte eingearbeitet, wahrscheinlich aus Zeitungen oder Zeitschriften ausgeschnitten und dann eingefügt, eingeklebt, wie überhaupt in eine Reihe von Bildern solche Dinge eingefügt sind in den Maluntergrund. Kleinigkeiten, schöne Kleinigkeiten, die wir sonst übersehen würden, die der Malerin aufgefallen sind. Also Texte, drei verschiedene Textarten. Ich will meinen Zugang an Texten heute mal erläutern. Ich fange mal mit Bildtiteln an. Da gibt es hinten zwei Bilder, das englische Wort between oder in between taucht mehrfach auf. Und auch die deutsche Übersetzung in einem anderen Bild, dazwischen, dazwischen. Und dann diese drei Bilder haben als Bildtitel das lateinische oder englische oder französische Wort Transmission. Transmission, Transmission, Übergang. Und ich lese die Begriffe dazwischen und Übergang als eine Ermunterung, als eine Aufforderung zu einem differenzierten Vorgehen in unserem Denken und Tun. Ich lese diese Wörter als eine Warnung vor einem starren, undifferenzierten Beurteilen der Dinge und vor undifferenzierten Handlungen. Und das ist für mich etwas ganz Aktuelles. Wir leben in einer Zeit, die sich rasend schnell verändert. Die Lage ist oft dramatisch unübersichtlich, besorgniserregend, manchmal sogar gefährlich. Und in einer solchen Situation, da ist der Wunsch, da ist die Sehnsucht nach klaren, schnellen Urteilen, nach schnellen, einfachen, wirksamen Lösungen verständlich, aber sie ist weltfremd, sie ist lebensfremd und deswegen wenig hilfreich. Texte, die in Bildern sind, wir haben einen Bildtext da drin über das Ende einer Illusion, über das Ende einer Illusion. Das ist für mich eine gute Beschreibung unserer Lage. Ein abgeschottetes Deutschland, eine Insel der Seligen in einer dramatisch sich verändernden Welt. Das ist ein verständlicher Wunsch, das ist eine verständliche Sehnsucht. Aber es ist eine Illusion. Und es ist gar nicht so einfach, sich von dieser Illusion zu trennen. Aber in dem Bild, wo da steht, über das Ende einer Illusion steht oben, das Leben geht weiter. Ein Trost und eine Ermutigung, eine Aufforderung. Dritte Textart, das Thema der Ausstellung. Die Künstlerin hat ihre Gödelitzer Ausstellung betitelt mit dem Wort Wegmarken. Wegmarken. Und sie fügt einen erklärenden Untertitel hinzu, nämlich folgendermaßen: Spuren des Alltäglichen,
des Empfundenen, Gedachten, Erlebten und Gehörten verdichten sich zu Wegmarken, zu Markierungen individueller Lebenswege. Markierungen individueller Lebenswege. Darum geht's. Was fällt mir bei dem Titel ein? Aha, individueller Lebenswege, Biografien. Da denke ich natürlich sofort an die Biografiegespräche unseres Bürgervereins. Das ist der Austausch von Geschichten über Lebenswege. Und das Göteritzer Modell ist ein erfolgreicher Weg zum Abbau von Vorurteilen. Vorurteilen gegenüber anderen, gegenüber Fremden, gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen, wenn wir es aktuell nehmen wollen. Wenn ich über Wege nachdenke, dann komme ich auch schnell zu der Frage, wohin? Zu welchen Zielen bin ich unterwegs, sind wir unterwegs, ist unsere Gesellschaft unterwegs? Sind diese Ziele wichtig, sind sie richtig, sind sie realistisch oder ist auch manchmal der Weg das Ziel? Ist das Unterwegssein manchmal das Entscheidende? Ein deutsches Sprichwort, ein geflügeltes Wort sagt ja, man muss das Glück unterwegs suchen, nicht am Ziel, da ist die Reise zu Ende. Also beharren auf dem bisherigen Stillstand, bei dem, das wäre wenig hilfreich, eher hemmend. Und so verständlich und so laut die Rufe sind nach der guten alten Zeit, die ich manchen Montagabend in Dresden gehört habe, so wenig aussichtsreich sind sie, so hemmend sind sie, so nachteilig sind sie. Sind wir nicht auch manchmal unterwegs zu uns selbst, zu unserem tiefsten Innern, zu unserem Menschsein, zum Sinn unseres Lebens? Und Sinnfindung ist heute schwer in unserer Gesellschaft. Die ist eine pluralistische Gesellschaft, eine Konsumgesellschaft und vor allen Dingen eine Mediengesellschaft. Und in dieser Gesellschaft sind wir konfrontiert mit einem Überangebot an Sinn, an Sinnangeboten. Aber viele der Sinnangebote sind schnell, sind oberflächlich, sind manipulierend. Was kann heute an Orientierung und Sinnfindung geleistet werden? Junge Leute, Heranwachsende brauchen das vor allem. Und es ist aber besonders schwierig. Was kann, was sollte Schule in so einer Situation tun? Wo liegt die Verantwortung der Medien? Und wie schaut es denn um unsere eigene Vorbildwirkung aus? Der Titel der Ausstellung lautet ja Weg. Marken, also die Markierungen, Einschnitte in unserem individuellen Lebensweg. Was könnten das für Markierungen sein? Sicher gibt es äußere Markierungen, für die wir nichts können, die uns aufgezwungen werden, denen wir uns stellen müssen. Ich bin davon überzeugt, die Flüchtlingsströme werden zu Markierungen auf allen unseren individuellen Lebenswegen. Und dann gibt es innere Markierungen, für die sind wir selbst verantwortlich. Und für unsere stabile innere Mitte, für unser Wohlbefinden, für unser inneres Wohlbefinden sind schöne, sind positive Markierungen besonders wichtig, die wir suchen sollten, festhalten sollten, uns bewusst machen sollten. Manchmal die Kleinigkeiten im Alltag, von denen die Künstlerin auch spricht. Also das können Erlebnisse von Ruhe und Schönheit in der Natur sein, Erlebnisse mit unterschiedlichen Künsten, vom Buch zur Musik, meinetwegen auch zur Malerei, das können beglückende Erlebnisse in der Begegnung mit anderen Menschen sein. Besonders starke positive Wirkungen gehen vom Helfen und vom Schenken aus. Wir sind doch auf unseren so unterschiedlichen individuellen Lebenswegen irgendwo alle auf der Suche nach Glück. Wir sind unterwegs zum Glücklichsein. Ein Bild thematisiert das direkt. Wir sind unterwegs zum Glücklichsein. Und über das Glücklichsein, da steckt viel Wahrheit in einem etwas kitschig wirkenden, oft in Poesiealben früher vorhandenen Spruch: Willst du glücklich sein im Leben, so trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Eine tiefe Wahrheit. Und wir hätten heute so viele Gelegenheiten, Glück zu schenken und uns damit Glück zu bereiten. Ich denke, die meisten von uns haben auch schon die oft schmerzhafte, aber hilfreiche Erfahrung gemacht, dass es auf unseren individuellen Lebenswegen schwierige Stellen gibt, Stolpersteine, denen wir nicht ausweichen können. Die können eine Gefahr sein, aber auch eine Chance. Kommt darauf an, wie wir sie nutzen. Von Napoleon Bonaparte
stammt der Ratschlag, achte auf die Steine unterwegs. Zum Stolpern braucht man Umsicht und Erfahrung. Und wenn heute viele Leute in unserem Land das ihnen aufgezwungene, massenhafte und plötzliche Begegnen mit Fremden, mit Asylanten, mit Flüchtlingen, als Stolpersteine empfinden, dann ist besondere Umsicht gefragt. Umsicht bei der Politik, Umsicht bei der Verwaltung, Umsicht bei uns selbst. Wir sollten uns umsehen, welchen Leuten und welchen Losungen wir hinterherlaufen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, so viel an einigen Gedanken und Überlegungen, die bei mir durch die Bilder von Anne-Françoise Karp ausgelöst oder zumindest verstärkt werden. Vielleicht geht es manchem von Ihnen auch so oder manchem von Ihnen ähnlich. Ich wünsche unserer neuen Ausstellung viele interessierte Betrachter. Den Betrachtern wünsche ich Freude und ästhetischen Genuss mit den schönen Bildern von Frau Karp, aber auch ein anregendes Nachdenken. Damit ist unsere neue Ausstellung eröffnet. Ich übergebe zum Hauptprogramm an meine Vorstandskollegin, Frau Astrid von Friesen. Vielen Dank.